Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur 60. Episode von StarCraft 2 und wir befinden uns immer noch in der Protoss-Kampagne und wir haben unseren Hauptprotagonisten jetzt gerade nicht da, dafür steht der Typ hier, Alak, in unserem Schiff und meint hier einen auf große Macke zu machen, aber wir gucken mal in die Stellarmatrix, wo es denn als nächstes hingeht. Euer Hierarch ist sich offensichtlich nicht der Gefahr bewusst, die sich ihm nähert. Wenn ihr seine sichere Rückkehr wünscht, dann solltet ihr eure Krieger zu diesen Koordinaten entsenden. Ja, oh, hoher Templer. Super. Die Hybriden vereinen die besten Eigenschaften der Zerg und der Protoss. Ihre körperliche Stärke und ihre psionische Macht sollen nicht unterschätzt werden. Ja. Dieser Pfad wird eure Streitkräfte zu Artanis führen. Damit habe ich mein Versprechen erfüllt, dunkle Templerin. Sagt eurem Hierarchen, dass ich auf ihn warte. Matriarchin, unsere hohen Templer haben sich freiwillig gemeldet, euch zu helfen. Der Verlust der Kala war nicht leicht zu ertragen, doch wir sind erneut bereit zu dienen. Templer, ich danke euch für euren Mut in diesen schweren Zeiten. Wir werden unseren Hierarchen retten. Okay, sind die getarnt? Nicht, wir oder? Es überstehen. Hohe Templer, was haben die denn? Ach, um Verschmelzung, ach so. Eure Gedanken schauen wir mal. Sind klar. Ich entfesselt Psi-Stürme, Brüder. Lasst diese Sklaven der Hybriden den Zorn der Templer spüren. Ja, sollte gehen. Oh nein, es sind Protoss. Ja, komm. Olok Natal. So, gut. Oh, können wir da eine Basis aufbauen? Schön. Artanis. Bin ich gespannt. Lasst uns weitergehen. Ich füge mich. Ich vernahm euren Ruf. So, weiterer Psi-Sturm hier. Ich habe von diesen terranischen Phantomen gehört. Lenkt ihre eigenen Energien mit einer Rückkopplung auf sie zurück. Er zieht dem Ziel. Sie werden es nicht ertragen. Ah, okay, er zieht dem Ziel alle Energiepunkte und pro Energiepunkt einen Schaden. Das ist ja auch cool. Habe ich noch gar nicht wirklich durchgelesen. Oh, Artanis, guck mal. Komm, wir helfen ihm. Zu uns! Schnell! Zu mir, mein Schwarm! Stop. Cool. Die Dunkelheit wird uns weichen. Horatun, eure Streitkräfte kommen genau zur rechten Zeit. Amon hat ein Portal zur Leere geöffnet. Es muss geschlossen werden, bevor es alles auseinanderreißt. Dem stimme ich zu. Mein Schwarm und ich werden den Großteil von Amons Macht abwehren und Zeit schinden. Ihr werdet das Portal schließen müssen. Das Tor bezieht Energie aus diesen leeren Kristallen. Wir werden sie zerstören müssen, um das Tor zu versiegeln. Dann soll es so sein. Oh, schön, wir haben eine Basis. Das freut mich ja ganz besser. Okay. So. Ah, jetzt kann hier doch auf einmal... Das ist komisch. Warum kann hier jetzt auf einmal... Ich verstehe es nicht. Das ist echt merkwürdig. Warum kann hier jetzt auf einmal... Unsere Kraft wird helfen. Wo ist Artanis? Ich füge mich. Warum kann ich hier jetzt auf einmal die Macht des Schildes nutzen? Die Dunkelheit nähert sich meinem Schwarmcluster, Artanis. Ich hoffe, du schaltest diese Kristalle bald aus. Ich schicke dir weiterhin so viele Zerg, wie ich entbehren kann. Kämpf tapfer, Templer. Ja, klar, ist kein Thema. Das wäre das Ziel von der ganzen Geschichte. So, aber ich muss jetzt trotzdem kurz gucken. Ich möchte trotzdem meine Basis aufbauen, auf jeden Fall. So, da machen wir natürlich so ein Warp-Tor draus. Phoenix brauchen wir eigentlich nicht. Aber dafür mehr Arbeiter. Ach komm. War echt schlecht, ne? So wenig Mineralien. Muss ich kurz gucken. Vielleicht finde ich irgendwo Mineralien. Lasst uns weitergehen. Oh, nee, da nicht. Okay. Ja komm, weißt du was? Hier, go! Schlitz!
Nochmal Go Schlitz. Hier. Was ist da los? Tötet die Viecher. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Alter. So. Hier. Töten. Kaputt machen. Achso, das ist jetzt. Du hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber wobei, ich muss ja eh noch warten. Ach, stimmt, da haben wir Schildüberladung, haben wir ja jetzt neu. Genau, das ist toll. So, komm, wir nehmen hier zumindest das Vespingas mit. So, hoch da. So, ein Warptor ist schon mal da und wir können jetzt, komm, ich baue jetzt noch ein zweites und ein drittes Warptor. Dirach, ich empfange mehrere versteckte Energiesignaturen aus dem Tempel. Es scheinen Xel'Naga-Gefäße zu sein. So. Uralte Energiequellen. Wenn wir sie finden können, sollte ich in der Lage sein, mit ihrer Energie zusätzliches Solarit aus dem Kern der Speer des Adun freizumachen. Ja, das ist schön. Das nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Meine Aufgabe. So. Hohe Tempel, okay, aber ich brauche hier auf jeden Fall dann hier die Schmiede. Schmiede haben wir ja noch keine. Nee, sieht nicht so aus. Bauen wir hier die Schmiede hin, dann nochmal. Ach, ich kann ja gar nichts machen. Ach, komm. Da kommt das Ding da noch und dann hier nochmal den da und dann hier nochmal die da. Ich habe nicht genügend Mineralien. Ja, ich weiß, dass ich nicht genügend Mineralien habe. Das ist natürlich alles nicht ganz so toll. Will ich die Flugdinge überhaupt machen? Ich weiß es ja nicht. Muss ich die helfen? Nee, ich glaube, das hilft ja nichts, ne? So, einmal kurz umstellen, umstellen und umstellen. So, und ich kann hier Kybernetik und dunkler Schrein kommen. Ich möchte auf jeden Fall einen dunklen Schrein haben. So. Weißt du was? Komm, wenn wir schon mal da sind, bauen wir den da auch noch und noch 1, 2, 3 Pylone. So. Gut, natürlich haben wir wieder nicht genügend Mineralien. Was denn noch sonst? So. Okay. Ja gut, aber mit der kleinen Truppe brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht runtergucken. Wir könnten auf jeden Fall da unten schon mal einen Pylon hinsetzen. Komm, wir machen hier einen Zentral... Ach Gott. Ich mach hier einen Zentralpylon. So. Da warpen wir dann gleich mal auch ein paar Einheiten hin. Unser Feind greift an. Oh, unser Feind greift an. Ach, guck mal, da ist ja wirklich ein Feind da. Das ist ja nicht so schön. Wenn der meint, dass das okay ist, dann soll er das machen. So, wir bauen noch ein paar Arbeiter. Und auf jeden Fall hier Schild-Upgrades auch. Ja, und ich laufe immer noch, ich weiß nicht warum, ich bin immer zuerst, habe immer eher das Bedürfnis, dass ich meine Einheiten alle upgrade und buffe und so weiter. So, das dauert am Anfang immer ein bisschen. Obwohl da oben, ich sehe gerade, ist da natürlich auch wieder nur Vespingas. Tötet die Ketzer im Namen Amon. Ja, ja, hey. Hier geblieben, so. Und nochmal, hier geblieben. Gut, war jetzt nicht so prickelnd. Ich habe noch nicht sehr viel Geld, aber komm, ein bisschen. Wir könnten hier schon ein paar von denen wieder basteln. Und ich merke gerade, ich muss ja auch, weil ich kann momentan nur Bodeneinheiten angreifen. Dieser Krieger ist erwacht. Ich brauche einen Kybernetikkern. Den muss ich auf jeden Fall noch bauen. Kybernetikkern, weil sonst kann ich nur Bodeneinheiten ranwarpen, was natürlich nicht so schön ist. So, kommen hier noch ein paar Pylone. Ich schicke dir meine Armee, Artanis. Sie wird dir den Weg zu den Kristallen freimachen. Ja, eh, aber... Ach so, ach hey, das geht ja fast ein bisschen zu schnell da oben. Hm. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich viel gemacht. Bisher. Das ist ein bisschen mein Problem. So, ich brauche hier Hetzer. Gut, ich meine, wir könnten schon hier auch hohe Templer und Dunkelblutjäger. Blutjäger wären wahrscheinlich auch ganz cool.
Dann gucken wir mal den Blutjägern vor. Vielleicht kann ich nämlich hier rein, ohne dass sie mich sehen. Wobei, die haben sicher Detektoren herumstehen. Natürlich haben die Detektoren herumstehen. Die Verteidiger des Kristalls sind gefallen. Artanis, sieh zu, dass deine Krieger ihn zerstören. Ach so. Der Schwarm zieht weiter. Ach, das ging ja jetzt schnell. Na dann. Dann werden wir hier natürlich... Moment, wir machen zuerst hier das noch kaputt. Das ist ja schön, dass sich die Zerg jetzt auch ein bisschen brauchbar machen. So, Leernkristall machen wir gleich mal kaputt. In Wirklichkeit... Ah, da, oh, das ist ja praktisch. Ach, wirklich, im ausgewählten Sektor sogar für die Zerg. Meine Sensoren erfassen noch drei weitere Hierarch. Erklärt euch ein weiteres Mal. Aktivieren Sie die Xel-Nagergefäße. Artanis. Müssen wir natürlich auch machen, ist auch klar. Lasst uns weitergehen. So, hier mal kurz den da. Komm, ich helfe da jetzt echt einfach mal mit. So. Wo sind denn jetzt eigentlich die... Hä? Ich... Achso, okay, die stehen einfach da. Na gut, wenn das so ist. Hoch da. So. Gut, ich würde sagen, wenn das so ist, zack, 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 zack. Und zwei von denen. So. Und wir haben hier, kommen zwei, können wir da noch machen. Und in Wirklichkeit hier Nummer 1. Wir nehmen das Vespingas mit. Und ich muss aber trotzdem die Xel-Naga-Gefäße. Oh, guck mal, hi. Es freut mich sehr, euch angreifen zu dürfen. Lasst uns weitergehen. Ist halt wirklich die Frage, Xel-Naga-Gefäße, wo sind denn die? Ah, da ist so ein Xel-Naga-Gefäß, glaube ich, oder? Ist das so ein Xel-Naga-Gefäß? Ja. Ein Xel-Naga-Gefäß geborgen, ah, Karax. Dann muss ich auch holen, das Hula liegt. Alles auf den Transfer vor. Unglaublich. Trotz Äonen in diesem Zustand sind diese Geräte noch bei voller Energie. Ja, das ist halt gute Technologie. Da traue ich mich nicht drauf, weil ich glaube, da ist wieder die böse Basis oben. Lasst uns weitergehen. Unser Zweck, ich brauche Pylone, sehe ich gerade. Also komm du kurz her, ein bisschen zum Pylonenbau. Pylonenbau, Pylonenbau. Da. Also. Toll. Und hier nochmal Level 2 Upgrade. So, schauen wir mal, wo wir da so hinkommen. Entaro Tassada, tralala. Moment, da oben ist wahrscheinlich wieder, sind wahrscheinlich wieder die anderen. Und hier mal ganz kurz voranschreiten. Wir können immer noch... Ah doch, wir haben... Haben wir jetzt Hetzer? Ne, wir haben keine Hetzer. Ein bisschen doof vielleicht. Ist jetzt nicht so klug gewesen. Komm, wir hauen lieber wieder ab. Bin ich doof. Lauft jetzt ja... Ihr seid ja so doof. Alter, Leute, ihr seid ja echt zum... Ja, komm, da... Da fehlen mir einfach die Worte. Es tut mir furchtbar leid. So, gut, dann machen wir hier den da. Zack, 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 zack. Und ein paar von denen auch. Zack. Und jetzt habe ich schon wieder nicht genügend Mineralien. Naja, gut. Oh, da, ich sehe gerade, da ist ja auch noch so ein Ding. Also das können wir dann auch schnell aktivieren. Dann haben wir schon zwei. Und mein... Ja, komm. Die zweite Energiequelle der Xel-Naga ist in unserem Besitz. Ich empfange nur noch ein Signal. Das ist schön. Und wo wäre das? Es wäre so schön, wenn du mir das sagen würdest. So, bitte einmal kurz Schilder hochfahren. So, den Kristall zerstören. Ich rücken auf einen Kristall vor. Willst du dabei sein? Natürlich, ich arbeite ja schon dran, Freunde, ich arbeite schon dran. Ich versuche nur den Hybriden gerade zu töten, so. Hier ein bisschen die Energie... Im Moment, wir machen, glaube ich, doch eher die Hybriden kaputt und dann die Energiequellen. Und in Wirklichkeit, komm, wir könnten ja das Ding auch etwas verwenden. Die Verteidiger wurden vernichtet. Zerstört den Kristall so schnell ja, wie möglich. So. Einfach nur, damit wir auch ein bisschen Energie brauchen, ja. Komm, wir zerstören den Kristall so schnell als möglich. Zwei Kristalle wurden zerstört. Ich vermute, Amons Streitkräfte werden uns die nächsten beiden nicht... Ah, und da ist das letzte. Okay, cool. Hybriden formieren sich, um unseren Nexus zu attackieren. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Mach die Verteidigung bereit. Wir haben keine Verteidigung bei unserem Nexus. Das ist das letzte der Gefäße, Karax. Verstanden. Ach, transferiere jetzt die letzte Energiequelle.
Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. So, Verteidigung. Aktiv. Also noch nicht ganz aktiv, aber sie wird dann bald aktiv. Ich muss mich zurückziehen und meine Truppen regenerieren. Ach Gott, komm. So. Das Leid führt auf den Pfad der Weisheit. Gut, das schaffen wir natürlich jetzt in dem Zeitraum wieder nicht. Entaro Tassadar. Aber gut, wir haben zumindest dann für nächstes Mal eine gute Verteidigung, also darf man sich schon mal nicht beschweren. So, und wir könnten hier jetzt, komm, wir machen hier ein paar. Aber viel nicht. So. Viel waren es jetzt echt nicht. Gut, Vespingas haben wir echt viel, also da brauche ich, glaube ich, jetzt Vespingas brauche ich, glaube ich, echt nicht sammeln. So, wo waren die jetzt eigentlich noch am Angreifen? Achso, die gehen jetzt da nach oben hin, okay. Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil die Basis hier ist schon relativ, fast schon vernichtet. Oh, guck mal, Detektoren, das freut mich ja besonders. Hey, Detektoren! So, können wir jetzt hier bitte ein bisschen auch hier, da und dann einmal hier, da und dann einmal... Wir sollten... Ach Gott, immer diese blöden Hybriden, ja. So, das Ding ist kaputt. Haben die eigentlich Magie? Nee, die haben alle keine Magie, also da können wir das nicht verwenden. Schade eigentlich. Artanis, beeil dich mit diesen leeren Kristallen. Mein Schwarmcluster ist ganz schön angeschlagen. Ja, ja. Die Verteidiger wurden beschäftigt. Stress nicht so. Unsere Krieger werden den Kristall auf eurem Befehl hin zerstören. Moment, was ist denn da los? Lasst ihr das bitte? Es verbleibt nur noch einer und das Portal wird instabil. Wir müssen den letzten Kristall zerstören. Die Zeit drängt. Ja, toll, ich weiß. Haben wir wieder Zeitstress. Ja, das ist jetzt gerade ungut. Aber wir haben eigentlich gute Verteidigung, so theoretisch. Das kann einer den Stasis nicht aktivieren. Was ist denn, hä? Was ist denn jetzt los? Ich habe keine Ahnung. So. Irgendwo waren Einheiten in Stasis, was das auch immer bedeutet. Ich habe keine Ahnung. So. Gut, hier die paar Hybriden, die machen wir kaputt. Moment, nee, 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 das müssen wir natürlich schon auch noch mitnehmen. Ich mag das gar nicht, wenn hier so Sachen herum sind, ne? So, gut, und dann hier kurz die Hybriden, wobei wir haben 4 Abwehrtürme, also die müssten eigentlich schon reichen. So, und wir könnten hier auf jeden Fall auch ein paar von den Templern noch machen. Und ein paar von den Hetzern noch machen. Kassar der Templer. Da, Moment. Zerfetzt jeden, der dumm genug ist, sich euch in den Weg ja, zu stellen. Ja, habe ich vor. Mach dir keine Sorgen, das ist mein Ziel. So, hier mal kurz den da machen. Oh, da haben wir ja wirklich jetzt Kleinholz gemacht aus denen. So, gut. Dann schauen wir eben mal, was da so Sache ist da oben. Ach, müssen wir da jetzt wirklich die... Wir müssen wirklich diesen Umweg da... Wir müssen echt den Umweg gehen. Okay. Na gut. So, Schilde! Und hier, der da. Zack. Und auch hier können wir da irgendwo... Nee, die haben alle keine Energie. Schade. So. Warum? Was meinen die immer mit Einheiten in Stasis? Das weiß man nicht so genau. Warum? Was haben die Stasis? Was heißt das genau? Hm. Ja, weiß ich nicht, was die machen. Die schützen wahrscheinlich ihre Gebäude damit, aber es ist kein Thema. So. Gut, irgendwas machen die da? Weiß man nicht so genau. Oh, guck mal. Hey, das war dann wohl was. So. Ich füge mich. Oh, guck mal. Hey, einmal Schlitz und einmal Schlitz. So. War jetzt nicht so prickelnd für euch, ne? Das verstehe ich schon. Da. Schon passiert. Dies ein Mahnmal
stehen wir Seite an Seite. Wir schlagen Amons Finsternis zurück. Wir haben heute gut gekämpft, Kerrigan. Schließt euch uns an. Gemeinsam können wir Amon zurück in die Leere schicken. Mein Schwarm wurde hier aufgerieben, Atanas. Ich brauche Zeit, um meine Truppen neu zu formieren. Zeit haben wir nicht. Mein Volk wird verschlungen, ihr Fleisch zu Amons Körper geformt. Ich kann nicht warten. Dann tu es mir gleich. Schließ Allianzen, unterwirf deine Feinde. Tu, was nötig ist, um zu siegen. Überleben ist kein Zuckerschlecken. Unsere Führungsstile sind sehr unterschiedlich. Ich danke euch dennoch. Mögen wir uns bald wiedersehen. Ja, und wir haben gesiegt. Sehr schön. So, wir fahren gleich fort. Ja, hier noch ein paar Errungenschaften, die aber nicht so wichtig sind. Artanis, Hierarch des Zirkels des Zwielichts. Kriegsherr der Templer. Ich hatte so viel mehr erwartet. An Amon, gebt Acht, was ihr sagt. Sonst spürt ihr meine Klinge. Oh, so spricht man nicht mit demjenigen, der euren Meister gerettet hat. Mein Wohlbefinden kümmert euch wenig, Alarak. Was ist der wahre Grund eures Kommens? Unser Gott hat seinen uralten Pakt mit uns gebrochen und uns verworfen. Das sind alles Lügen, Atanas. Ich soll der Lügner sein? Ihr seid doch nichts anderes als eine Lüge auf Beinen, Maschine. Sagt, was ihr zu sagen habt, Alarak. Die Todesflotte der Targaryen sammelt sich über Slain und wartet auf das Signal zum Großangriff. Ich bringe ein Angebot. Ihr werdet mir helfen, mein Recht einzufordern, als Hochlord mein Volk zu führen. Und im Gegenzug biete ich euch die Beilegung sämtlicher Feindseligkeiten an. Phoenix, versammelt meine Berater. Wie es scheint, gibt es viel zu bereden. Ja, es ist ein verlockendes Angebot. Ich glaube, ich werde euch hier von größerem Nutzen sein. Außerdem ist es mir lieber, wenn Alarak dort bleibt, wo wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Ja, Warazun, was sagst du denn dazu? Nichts ist so, wie es scheint. Wir kamen nach Ulnar, um die Xel'Naga zu erwecken und ihre Hilfe zu erhalten. Stattdessen hätte Amon uns beinahe getötet. Ich fürchte, Zeratuls Vision verschleiert sich mir. Es steckte mehr Wahrheit darin, als ich erwartet hatte. Die Xel'Naga ruhten tatsächlich hier. Wären sie noch am Leben gewesen, hätten wir sicher Hilfe von ihnen erhalten, so wie Zeratul es erhofft hatte. So viel muss ich ihm zugestehen. Matriarchin, eure Worte versetzen mich in Erstaunen. Vielleicht hat euer Rat in gewisser Hinsicht doch eine Wirkung auf mich gehabt. Nun, dann werde ich euch gerne mehr davon erteilen. Ich sagte in gewisser Hinsicht, Hierarch. Nicht in jeder. Jo, Rohana? Rohana, erkennt ihr nicht, warum ihr eure Nervenstränge durchtrennen müsst? Ich werde nicht zulassen, dass ihr wieder unter Amons Einfluss geratet. Die Kala wurde in unserer schwärzesten Stunde geschaffen. Allein ihr Licht vermochte es, unserem Volk seine Einheit zurückzugeben. Von Geburt an sind wir ein Teil von ihr und wenn wir sterben, geht unser Wesen in ihr auf. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Doch nun setzt Amon die Kala gegen uns ein. Er bezieht aus ihr seine Stärke. Die Zeit der Kala muss enden. Artanis, durch die Kala verschmelzen alle unsere Gedanken und Gefühle zu einer Einheit. Ich spüre seine Gedanken und Gefühle, vermischt mit den Emotionen aller anderen in der Kala. Er ist sich dessen nicht bewusst, doch hier ist er verwundbar. Inwiefern? Auf die gleiche Weise, wie er meine Gedanken liest, erahne ich die seinigen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, Hierarch. Vertraut mir. Die Gefahr ist zu groß. Bitte, Hierarch. Ich bitte euch lediglich um etwas mehr Zeit.
Ja, in Konzilpult haben wir neue Einheiten, das ist schön. Mächtige psionische Krieger haben sich uns angeschlossen, Hierarch. Ihr müsst eure bevorzugte Einheit wählen. Ja, was gibt's hier? Hohe Templer? Kassade Templari. Entzieht gegnerischen Einheiten Energie. Psi-Sturm hat einen größeren Radius und stellt die Schilde verbündeter Einheiten wieder her. Zwei hohe Templer können zu einem Arkorn verschmelzen. Und dunkler Arkorn kann eine gegnerische Einheit dauerhaft kontrollieren, zwingt gegnerische Einheiten sich gegenseitig anzugreifen. Kann Boden- und Lufteinheiten. Kassade Templari. Ja, wir probieren die mal. Und hier haben wir auch neue Unbeugsamer. Alaraks Todgeweihte haben sich unseren Truppen angeschlossen. Es scheint, als erlebten wir immer wieder neue Überraschungen. Schickt mich in die Schlacht. Fügt gegnerischen Bodeneinheiten Flächenschaden zu, fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Adun Toridas. Ja komm, ich würde sagen, dass wir... Ja, wir probieren die auch mal. Gut, okay, im Solarkern gibt's auch neue Sachen. Schön. Hierarch, ich glaube, einen Weg gefunden zu haben, unser Volk zu retten. Wie von Zeratul prophezeit, ist der Schlüsselstein die Lösung. Wie meint ihr das? Wie wir sehen konnten, ist der Stein dazu gedacht, gefunden und zusammengesetzt zu werden, um damit zu einem Xel'Naga aufzusteigen. Auf Ulna sollte er die in ihm gespeicherte Energie dazu verwenden, die schlummernden Xel'Naga zu wecken. Der Schlüsselstein sammelt Energie und verteilt sie neu. Essenz, Materie, Informationen, Bewusstsein. Für diesen Stein sind sie ein und dasselbe. So viel weiß ich jetzt. Wurde so auch Kerrigan geläutert? Er entzog die Essenz, die sie zur Königin der Klingen machte. Dann nutzte er diese Energie dazu, Amon aus der Leere zu befreien. Wenn ich herausfinde, wie sich der Schlüsselstein kontrollieren lässt, könnten wir Amon aus der Kala vertreiben und unser Volk retten. Dann hat Zeratul uns doch zur Hoffnung geführt. Setzt eure Forschungen fort, Karrax. Wir müssen gegen Amon in den Krieg ziehen. Ja, Phoenix, was hast du denn so zu sagen? Ihr hattet recht, Hierarch. Ich bin kaum mehr als ein Klon eures Freundes Phoenix. Der Tal'Darin spricht die Wahrheit. Ich bin synthetisch. Eine Replikation. Eine Lüge. Was habt ihr in den Archiven gefunden? Ich erfuhr von meinem Tod, meiner Wiedergeburt als Dragoner und meinem erneuten Tod durch die Hand dieser Königin der Klingen. Ich bin nicht Phoenix, und doch verfüge ich über seine Erinnerungen, als wären sie meine eigenen. Ich brauche Zeit, um mir darüber Klarheit zu verschaffen. Ihr seid ein Krieger, Phoenix. Unabhängig davon, ob ihr euch als meinen alten Freund seht. Ihr solltet wissen, dass ich an euch glaube. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr mir dabei helfen werdet, Amons Armeen zu vernichten und unser Volk zu retten. Lasst euch von diesem Wissen nicht verunsichern. Ich werde es versuchen, Hierarch. Ja, und in der Solarkern, also ja, alle brauchen sie Zeit, um über Dinge nachzudenken. Ja, gut. Und in der Solarkernkonsole haben wir neue Dinge? Nö. Was ist eigentlich Phoenix anfordern? Ruft Phoenix für kurze Zeit auf das Schlachtfeld. Bei einer Landung fügt er Einheiten im Zielgebiet 200 Schaden zu. Phoenix greift selbstständig an und kann die Fähigkeiten Wirbelwind, rasender Sturm und Schildkompensator einsetzen. Nach 30 Sekunden verlässt Phoenix das Schlachtfeld wieder. Würde mir kurzzeitig sicher helfen, aber 100 Punkte ist halt schon schlimm, ne? Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt übrig? 40. Warp-Harmonisiere wäre schon auch cool, aber brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Ich glaube, ich werde die 40 echt erstmal... Hilfssysteme. Warp-Zeit ist eigentlich nicht so... Also ich mach das mal so, hätte ich gesagt. So, gut, okay. So, ja, und auf der Brücke. Alarak, ja, nicht Anarak, sondern Alarak. Was ist denn mit dir? Na, ich meine, du machst dir einen auf großer Macker auf meinem Schiff. Was soll das? Muss das sein? Ihr müsst akzeptieren, dass Amon euch vernichten wird.
Wenn ihr so sehr an ihn glaubt, warum seid ihr dann hier? Ich spreche nur aus, was unausweichlich ist. Mir ist die wahre Macht eures Widersachers vertraut. Daher sage ich ja, euch vernichten, nicht uns vernichten. Ich habe genug gesehen. Sein Hochmut wird sein Untergang sein. Ein Makel, den ich auch in euch erkenne. Ich glaube, ich mag euch, Hierarch. Ihr besitzt eine vorbildliche Tapferkeit. Dann schließt euch mir an. Gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich kann mein Schicksal nicht an eures binden. Ihr seid nicht von Hass beseelt, wie ich es bin. Euch peinigt nicht das Wissen, dass all euer Glauben eine Lüge war und dass euer einziger Trost in der Vernichtung eures Verräters liegt. Ach nein? Mein Volk ist von Amon korrumpiert worden, der sie jetzt zu verabscheuungswürdigen Hybriden macht. Mein Zorn brennt heller als 1000 Sonnen und bald werden ihn alle entfesselt sehen. Dessen möchte ich nur zu gern Zeuge werden. Ja, und das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann, aber nicht mehr in dieser Folge, denn die nächste Mission gibt's wie immer erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, tschüss Leute.